So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einem nächsten Tipp. Beziehungsweise, ich sage einfach, es ist der Cheat des Jahrhunderts in Anführungszeichen für alle, die jetzt schon länger Valheim spielen. Ich gebe euch nur den Tipp, solltet ihr nicht cheaten wollen, euch selber den Spielspaß nicht wegnehmen wollen, dann schaltet das Video jetzt wieder aus. Wer aber den Tipp haben will, wie man die ganze Map öffnen kann und somit wirklich die komplette Welt sehen kann, so wie ich hier jetzt noch nicht. Ich werde es euch gleich zeigen, wie es geht. Aber nochmal, wenn ihr euch den Spielspaß nicht nehmen wollt, dann schaltet jetzt das Video einfach wieder aus. Denn ich bin ganz ehrlich, ich bereue schon jetzt, dass ich mir das Video angeguckt habe, obwohl es noch nicht mal als Cheat-Video angegeben war. Aber dadurch habe ich die ganzen Befehle schon jetzt im Kopf. Und ich muss ehrlich sein, mir hat es jetzt schon den Spielspaß genommen, weil ich jetzt schon weiß, ach, wenn jetzt ein bisschen schwieriger wird, kann ich das und das machen. Also nochmal, wer nicht cheaten will, sich den Spielspaß nicht selber nehmen will, sollte jetzt bitte einfach das Video ausmachen. Für alle, die es wissen wollen, bleiben jetzt einfach dran und dann fangen wir an, würde ich sagen. Ihr drückt als erstes die F5-Taste. Ihr seht schon, so kommen wir in die Konsole vom Server rein. Dann gebt ihr ein I'm Cheater. Und das hier ist jetzt kein Fake oder so, sondern ihr seht, der Cheat-Modus ist jetzt aktiviert. Und wenn ihr jetzt die komplette Map sehen wollt, dann müsst ihr ganz einfach Folgendes eingeben, nämlich Explore Map. Ach, ich will es eigentlich schon gar nicht. Ich habe es auch echt extra auf meinem Testserver gemacht. Und zack. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Ihr seht eure komplette Map. Also genau, wo irgendwas ist. Welches Gebiet wo ist. Hier ist Gebirge. Da haben wir die Ebenen. Da ist das Sumpfland. Ich meine, ich weiß ja jetzt durch mein eigenes Gameplay, dass das Sumpfland eigentlich so mit das Wichtigste ist erstmal am Anfang, alleine wegen Eisenerz und hast du nicht gesehen. Und hier hätte ich halt schon ziemlich lange gesucht. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, weiß ich, da ist Sumpfland, da ist Sumpfland, da ist Sumpfland und könnte mir dementsprechend natürlich die ganzen Routen, Teleporte und hast du nicht setzen. Aber ich habe eben schon bereits gesagt, Cheaten ist selten gut, weil man nimmt sich halt eben selbst den Spielspaß weg. Aber da ich es weiß und ich auch schon extra darauf hingewiesen habe, wenn ihr es nicht wissen wollt, dann schaltet bitte das Video aus. Aber das müsst ihr eben eingeben. I'm a Cheater, dann wird der Cheat-Modus quasi aktiviert. Und ihr könnt mit Explore Map dann die ganze Map öffnen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt trotzdem noch weiterhelfen. Euch natürlich weiterhin viel Spaß. Ob das Ganze natürlich auch im Multiplayer-Server funktioniert, ist mal dahingestellt. Aber es wird natürlich sich erst zeigen, wie und was und wo. Aber ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Gerne ein Like da lassen und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.